Der einfache Teil für die Wall Street ist jetzt vorbei. Gemeint sind die Zahlen der großen Banken, die großen Profiteure letztendlich dieser Bankenkrise, weil viel Geld von Regionalbanken zu den großen Banken geflossen war und weil man am Anleihemarkt eben gute Trades machen konnte. Davon profitierten vor allem solche Unternehmen wie JP Morgan und The Bank of America. Aber jetzt kommen die Opfer der Bankenkrise zu Wort mit ihren Zahlen, mit ihren Ausblicken, also die Regionalbanken einerseits und andererseits. Jetzt geht es eben richtig los mit dem Tech-Sektor und der Tech-Sektor ist letztendlich der entscheidende, weil am schwergewichtetsten innerhalb des S&P 500. Schauen wir uns hier mal diese Gewichtung an, 28,5% gerundet, die Banken oder Finanzwerte insgesamt 10,2% und heute vorbörslich kommen eine große Menge Zahlen von diesen Regionalbanken. Morgan Stanley, keine Regionalbank, aber Zahlen, Bancorp, Regionalbank. Das wird interessant. Ally ist eine Regionalbank. First Citizens und Synchrony, wie Sie hier auf der linken Seite sehen. Und dann nachbörslich vor allem Tesla, IBM werden im Fokus sein. Und gestern, das war ein ziemlicher Ritt mit den Zahlen von Netflix. Die Abos enttäuschen, der Ausblick auch enttäuschend. Die Aktie zunächst mal 12% gefallen, aber dann der Free Cashflow, wie gemeldet wurde, überraschend hoch. Das heißt, das Unternehmen hat dann Luft zu atmen, hat keine Probleme in nächster Zukunft für Refinanzierungen. Das hat die Netflix-Aktie dann wieder nach oben getrieben. Die Berichtssaison hat also begonnen, vor allem mit den US-Banken. 82% der Unternehmen haben die Erwartungen geschlagen. Großartig, um sagenhafte 7,6%. Ist nur die Frage, wie weit die Erwartungen gesenkt wurden zuvor. Und das kann ich Ihnen genau sagen. Von $220 pro Aktie auf $170 pro Aktie sind also $50. Das sind mehr als 7,6%. Also das ist der Fundstrat, wie es leibt und lebt. Klar ist, eben wenn du die Latte so niedrig legst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du letztendlich dann drüber springst für Fundstrat ein bullisches Argument. Wir werden sehen, jedenfalls gestern ein ziemliches Auf und Ab auch an den Märkten. Wir sehen mehr oder weniger unverändert, zunächst vorbörslich stark nach oben, dann nach unten, dann wieder Erholung. Der VIX allerdings wieder mit einem Minus 16,83. In diesem Kanal geht es nach unten. Heute ja verfallen Optionen auf den VIX. Das dürfte dann Delta freisetzen, respektive Gamma-Hedges freisetzen. Hier sehen wir auf der rechten Seite den VWIX, also die Volatilität. Der Volatilität, die geht steil nach oben und jetzt haben wir den 10-Tages-Rolling Average beim S&P Volatility oder bei der Volatilität des S&P 500, die jetzt so niedrig ist wie im November 2021, als nicht nur Omikron kurz davor war auszubrechen, respektive Corona, sondern eben auch die Fed klar gemacht hat, okay, wir ändern unseren Kurs. Das wurde mit den Nominierungen von Paul und damals Brainard klar mit ihren Statements, Inflation als größte Gefahr, die wir bekämpfen müssen. Wir sehen, dass wir im Bullish Percentage Index überkauft sind. Wir sehen negative Divergenzen beim McLaren Oscillator, aber ansonsten sind natürlich alle short, weswegen die Märkte steigen und so viel Geld an der Seitenlinie wartet. Ich hatte diesen Mythos gestern versucht, im Marktgeflüster zu entmythisieren. Hier sehen wir unten mal diese rekordhohen Short-Positionen im S&P Future von Hedge Funds vor allem. Größte Positionierung in dieser Hinsicht seit langer Zeit. Aber es wird eben vergessen zu erwähnen, dass die Hedge Funds auf der anderen Seite massiv long sind, nämlich in Aktien. Hier haben sie in der 100. Perzentile eine Long-Position. Sie sind so long-positioniert wie seit einem Jahr nicht mehr. Dementsprechend haben die Hedgefonds, die hier verantwortlich sind für diese vermeintlich so großen Short-Positionen, 187% Cross-Long und 51% Net-Long, wenn man eben die Short-Positionen abzieht. Die sind also long, nicht short, diese Hedgefonds überwiegend. Auf der anderen Seite sehen wir eine gewisse Euphorie für einen Greed-Index. Man sagt immer, alle seien so bärisch, aber wir sehen das im VIX ja eben nicht. Dump Money Put Call Ratio, das ist das Put Call Ratio, Detrenched, wie sich das nennt, gilt als Indikator für das, was die Privatanleger machen. Da sehen wir kaum Put-Absicherungen, dagegen beim Smart Money OEX Put Call Ratio, da sehen wir, sind diese
Absicherungen für Putz in letzter Zeit deutlich gestiegen. Die lagen in der Vergangenheit meistens ziemlich gut, haben sich vorher positioniert, gewartet und dann kam etwas. Und diese Rallye, die ja letztendlich jetzt in eine Seitwärtsbewegung übergelaufen ist, wir gehen rauf, wir gehen runter. Die ist jetzt eben oder wird getestet durch die Fed. Man hatte ja durch die Bankenkrise gedacht, okay, die Fed muss die Zinsen sogar bald senken. Aber jetzt sehen wir, drei Vertreter der Regional-Fed-Distrikte haben gesagt, wir wollen eine halbe Prozentpunkte Anhebung. Ich nehme an, dass James Bullard da dabei war. Also es gibt gab durchaus jetzt Vertreter, die gesagt haben, wir wollen größere Zinsanhebungen. Wir sehen jetzt, dass die Löhne erstmals schneller steigen als die Inflation. Die Löhne waren jetzt im ersten Quartal um 6,1% höher. Während, wenn man das erste Quartal mittelt mit Inflation, dann sind wir bei 5,8%. Also das erste Mal, dass jetzt diese Kaufkraftverluste offenkundig aufhören. Gleichwohl leiden die Leute natürlich unter Inflation. Deswegen sind immer mehr Konsumenten hinterher, was ihre Payments betrifft, also was ihre Zahlungsverpflichtungen betrifft. Dazu gleich mehr. Hier sehen wir mal, wie Inflationszyklen, Lohnanhebungszyklen letztendlich nach sich ziehen. Das sehen wir jetzt in Deutschland. Das heißt, die Lohnpreisspirale, aber eigentlich müsste es Preis-Lohnspirale heißen, denn erst steigen die Preise und im Gefolge dessen steigen dann die Löhne, weil die Leute eine Kompensation brauchen, sonst kippen sie aus dem Konsum. Und wir sehen, dass wir eben jetzt diese steigenden Löhne verstärkt sehen, und das wiederum setzt die Fed unter Druck, jetzt in der Zinsfrage nicht wirklich nachzulassen, zumindest nicht die Zinsen zu senken, weil jetzt im Grunde diese Zweitrundeneffekte kommen. Wir sehen, die Rate-Hike-Odds für Mai, also die Wahrscheinlichkeiten für Mai, sind deutlich gestiegen in den letzten Tagen. Man erwartet also jetzt ziemlich sicher, dass die Fed bald die Zinsen noch einmal anhebt. Wann wird die Fed umsteuern? Die meisten denken, oder der größte Anteil denkt, im ersten Quartal 2024, was aber dann bedeuten würde, dass die Zinsen in 2023 nicht fallen würden. Und in Sachen Inflation heute auch Zahlen aus UK, aus Großbritannien, da waren die Inflationsdaten wieder deutlich über der Erwartung. 10,1 statt 0,8% zum Vorjahresmonat und 0,8% statt 0,5% erwartet zum Vormonat. Vertreter der Bank of England haben schon gesagt, das heißt, wir müssen die Zinsen weiter anheben. Also hier aus Großbritannien zumindest nicht erkennbar, dass der Inflationstrend jetzt deutlich nach unten geht. Und insgesamt gibt es eben jetzt wieder Renditen. Mein Problem mit den Aktienmärkten der USA ist derzeit, dass die Risikoprämien extrem gering sind, dass die Aktien zu teuer sind im Vergleich dessen, was sonst passiert. Und wie Daniel Eckert hier zeigt, der wichtigste Chart der Finanzwelt, Zinspapiere des amerikanischen Staates werfen 4,2% Rendite ab. Jetzt bietet Apple 4,15%. Jetzt kannst du mit einer dreimonatigen T-Bill über 5% bekommen. Also hier haben wir Konkurrenz. There is an alternative to Aktien. Und hier sehen wir, dass die Aktienmärkte respektive der Nasdaq das nicht aufnimmt. Hier mal der Vergleich zwischen Triple Q, das maßgebliche Nasdaq ETF, und dem TLT. Das ist praktisch ein ETF für Anleihen, 20-jährige Laufzeit und länger. Und hier sehen wir normalerweise, wenn der Kurs fällt beim TLT, dann steigen die Renditen. Genau das ist passiert. Normalerweise sind steigende Renditen nicht gut für Tech-Werte. Diese Entkoppelung haben wir immer wieder mal, wenngleich die jetzt derzeit besonders groß ist. Und sie löst sich dann meistens irgendwann wieder auf. Und letztendlich basierte ja diese gesamte Rallye eigentlich auf der Hoffnung, dass eben die Fed die Zinsen senkt. Die Bankenkrise war ein Segen für die Bullen, könnte man sagen. Aber inzwischen sind eben die Erwartungen, wie wir hier rechts in diesem Chart sehen, für die Terminal Rate der Zinsen bei der Fed wieder deutlich nach oben gegangen. Und auf der anderen Seite zwingt die Bankenkrise die Banken zu einer restriktiveren Kreditvergabe. Und die amerikanischen Konsumenten, die ohnehin durch die Inflation gestiegen
gestresst sind, die sehr negativ eingestellt sind. Gestern hatte ich es gezeigt, 2/3 der Amerikaner sind sehr pessimistisch für die Wirtschaft und erwarten eine Rezession. Die müssen jetzt solche Dinge annehmen wie Buy Now, Pay Later. Also du kaufst jetzt, aber zahlen tust du später. Damit schiebt sich dieser Schuldenberg im Prinzip ein Stück weit nach hinten. Aber es wird immer schwieriger, eben die Banken, die immer weniger Kredite vergeben werden, weil sie jeden Cent brauchen dieses Kapitals, das sie drin haben. Dementsprechend ist jetzt auch das Modell der New York Fed auf einem sehr hohen Niveau, was die Rezessionswahrscheinlichkeit betrifft. Auch wenn viele Fed-Speaker wie gestern James Ballard sagen, nö, ist kein Problem, die Wirtschaft ist und bleibt stark, aber wir sehen hier vor allem am Commercial Real Estate Bereich, da ist das riesige Problem. Ich hatte schon öfter gesagt, die nächste Krise kann durch diese Commercial Real Estates ausgelöst werden, durch diese Gewerbeimmobilien. Die Finanzkrise war durch Privatimmobilien und deren Finanzierung ausgelöst, denn diese Commercial Real Estates basieren letztendlich auf günstigem Geld, um ein Carry zu haben, um einen Hebel zu haben auf die Mieteinnahmen, die man da hat. Je weniger die Zinsen, je weniger Geld kostet, umso besser ist es, wenn Geld viel kostet und ich Finanzierungskosten habe für die Gebäude, dann ist das natürlich ein Problem, dann frisst das meine Gewinne oder meine Umsätze auf, die ich eben durch die Mieteinnahmen habe. Und apropos Einnahmen, der amerikanische Staat, der hat jetzt ein Problem offenkundig mit den Einnahmen. Wir hatten das ähnlich schon mal. Jetzt sind ja die Steuerzahlungen fällig von den Amerikanern. Das wird bedeuten, dass die Amerikaner wahrscheinlich wieder von ihren Banken, vielleicht auch aus ihren Depots, Gelder abziehen, um eben diese Steuerrechnungen zu begleichen. Wir hatten so etwas schon mal im Jahr 2019. Da sind in kurzer Zeit 120 Milliarden Dollar abgeflossen. Also das kommt noch dazu. Erst Apple mit dieser Geschichte, 4,15% Zinsen, dann jetzt diese Steuergeschichte, die dann dazu führen wird, dass wahrscheinlich Geld von diesen Regionalbanken abfließen wird. Und hier sehen wir weak tax collection so far. Bisher ist nicht viel Geld reingekommen. Das bedeutet, dass die Amerikaner dann früher ihr Debt Limit erreichen werden, also ihre Schuldenobergrenze. Wir sehen hier die Kreditausfallversicherungen, Booms, Credit Default Swaps auf die USA schießen nach oben. Und gestern haben sich Biden und die Demokraten darauf verständigt, erstmal nicht über die Anhebung der Schuldengrenze zu verhandeln. Kommen wir zu something completely different, das ist Tesla oder Tesla. Da hat man jetzt mal wieder die Preise gesenkt seitens Tesla. Heute ja die Zahlen von Tesla, ein echtes Schwergewicht. Um 22.05 Uhr sind die erwartet bei Tesla, weiß man nie so genau. Die Aktie, hatte ich gestern schon gesagt, die einzige der ganz großen Aktien, die unter ihrem 50er und 200-Tages Durchschnitt handelt, und Morgan Stanley sagt, naja, auch BYD, der ganz große Konkurrent aus China, hat seine Preise gesenkt. 11.400 Dollar für ein Auto. Das ist also so eine Spirale, auch wenn in vielen Bereichen BYD vielleicht nicht die Konkurrenz für Tesla ist. In China ist es die Konkurrenz, da ist man weit vor Tesla. Das ist das zweite Mal, dass Tesla in diesem Monat die Preise senkt. Wir haben auf Finanzmarktwelt eine Vorschau, die ich Ihnen dann als Artikelempfehlung heute Abend nochmal präsentieren werde. Und das hat mir der Marius Schweizer vom Projekt 30 zugeschickt. Ein super guter Service von Marius, super netter Kerl. Also googeln Sie mal Projekt 30. Das schadet auf gar keinen Fall. Ist richtig gut, ist richtig fundiert. Hier zeigt der Marius, dass der DAX in 14 der letzten 15 Handelstage mit einem Gap zur Oberseite begonnen hat. Also es wäre eine tolle Strategie gewesen, kurz vor Ende zu kaufen des Xetra-Handels und dann praktisch mit der Eröffnung wieder zu verkaufen. Also das war eine Siegesstrecke des DAX. Ob die so weitergeht, werden wir sehen. 2 Empfehlungen, meine Damen und Herren, auch in China. Bankenstress, nur wird darüber weniger gesprochen. Da gibt es besonders diese Local Government Financing Vehicles, außerbilanzielle, wie soll man sagen, Finanzkonstrukte, damit die Lokalverwaltungen ihre Projekte finanzieren können. Die sind in massiver Schieflage. Jetzt wird China erstmal versuchen, Peking erstmal versuchen, das Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Aber dann könnte es schwierig werden. Erste Artikelempfehlung und zweite Artikelempfehlung, meine Damen und Herren. Ja, wie schaut es denn aus mit Russland? Stimmen die Zahlen, die Russland meldet? Ist das fake? Wie schaut es aus mit dem Wirtschaftswachstum in Russland? Also 2 Empfehlungen. Ich sage jetzt erst einmal Servus und Ciao.